Bevor die Schüler da sind, bereitet der Welpentrainer Futter vor. Die Hausaufgabenkontrolle steht an. Macht mal hier so einen kleinen Halbkreis. Bitte ein bisschen Abstand zwischen den Welpen. Ja, guten Morgen, Ace. Komm mal hier durch, komm mal direkt nach vorne, bitte. Du musst dich direkt mal abregen. So, auch heute Morgen wollen wir wieder eine kleine Sache überprüfen. Es gibt Frühstück, passt ja. Ich hoffe, eure Welpen haben noch nicht gefrühstückt. Und wir hatten uns ja vorgenommen, unseren Welpen anzutrainieren, dass sie nicht einfach aufs Futter stürzen, vor allen Dingen nicht nervös werden, aufgeregt werden, sondern dankbar und höflich warten, bis das Essen freigegeben wird. Das wollen wir uns mal anschauen. Ich habe hier den großen Napf, der ist natürlich für den Ace. Ace schlägt sich mit dem Futter eigentlich relativ gut derzeit zu Hause. Also wir trainieren das natürlich täglich, dass er das Futter erst nehmen darf, wenn er nachfragt. Und das funktioniert eigentlich super. Ich möchte jetzt mal gucken, wie ist da der aktuelle Stand? Das ist sein Frühstück. Mhm. Ist schon mal erfreulich. Denn Ace und Mama haben ihre Hausaufgaben offensichtlich gemacht. Darf ich? Ja, genau das fragt er dich jetzt gerade. Darfst du jetzt, genau. Super, besser kann man es nicht machen. Sehr schön, sehr höflich, sehr ruhig. Wunderbar. Der Klassenstreber hat also bestanden. Und wie sieht es bei den Kameraden aus? So, der Bounce, der sieht auch ziemlich hungrig aus. Lia, möchtest du ihn mal füttern? Dann ist hier das Frühstück. Sofort der Blickkontakt, das ist klasse. Oh, der Ace, der hatte schon. Ich glaube, das war zu wenig für den Ace hier. Sehr schön. Eure Hausaufgaben habt ihr gemacht, wunderbar. Ihr habt jetzt ein bisschen Pause und wir können gleich losmachen. Dann könnt ihr eine Runde toben. So, bis später. Bis dann. Tschüss. Der Abschied von den Eltern ist inzwischen problemlos. Schließlich wissen alle Schüler, was sie am Schultag erwartet. Heute steht unter anderem wieder ein tierischer Besucher im Klassenzimmer an. Und auch ein neuer Trick wird einstudiert. Zuerst aber kümmern sich die Lehrer um das Benehmen der Erstklässler, wenn Besuch kommt. Ob das schon vorzeigbar ist? Jetzt! Hallo Emilio, na? Oh, das machen wir aber nicht. Der wird ja sofort immer extrem aufgeregt, wenn der Menschen sieht. Und dann haben wir häufig übrigens auch bei Welpen genau dieses Problem. Ja, das Anspringen ist echt nicht selten, ne? Nicht selten und ich glaube aber auch speziell bei Emilio ein Problem zu Hause. So ist es. Denn der 17 Wochen alte Krom-Vorländer Emilio ist immer aufgeregt und schießt deshalb auch gerne mal übers Ziel hinaus. Wenn wir Besuch bekommen, dann sage ich den Leuten auch, dass sie halt am besten ihn nur streicheln, wenn er sie halt gerade nicht anspringt, weil er halt beim Begrüßen auch immer die Leute anspringt. Emilio, hör auf damit! Lass es! Nein! Doch Mamas Befehlston ist Emilio ziemlich schnuppe. Er konzentriert sich auf andere Dinge. Immer wenn wir Besuch bekommen und er sich freut, dann macht er immer ein bisschen Pipi vor Freude. Und das ist natürlich sehr nervig, weil das kann halt auch mal passieren, dass das dann irgendwie auf die Hose kommt von dem Gegenüber. Und das ist ja nicht immer so schön, weil es haben halt nicht immer alle Leute so hundegeeignete Klamotten an. Oder auch so will ja nicht jeder angepinkelt werden beim Begrüßen. Ich mach's gleich weg. Und auch ansonsten ist er ziemlich distanzlos. Mensch, ich dachte, der darf nicht aufs Sofa. Der hängt ja auch wieder überall. Ja, darf er auch eigentlich nicht. Nein. Also Emilio ist vom Charakter sehr temperamentvoll, auch ziemlich frech. Au! Nein. Bleib schön unten. Na. Im Prinzip versuche ich natürlich schon, eine konsequente Linie zu fahren, weil das für den Hund ja auch am besten ist. Aber klar gibt es halt auch mal Situationen, wo man dann gerade im Stress ist. Und dann ja, kann es halt auch schon mal sein, dass man ihm Sachen durchgehen lässt, die halt eigentlich sonst nicht okay wären. Lass uns doch gerade mal die Situation nutzen. Er ist eh gerade so aufgeregt. Okay. Und mal einfach an diesem Problem was tun. Denn die nächste Lektion heißt nicht anspringen. Warum springt ein Hund überhaupt hoch? Er macht es deswegen, weil er aufgeregt ist. Er freut sich jetzt in dem Fall, die Eva zu sehen. Wer hätte es gedacht? Wer tut das nicht? Ja. So, und die wollen hoch, weil die an die lefzen wollen. Also in dem Fall quasi ins Gesicht des Menschen. Ist tatsächlich so. Generell muss der Welpe aber überhaupt erst mal verstehen, was er nicht tun soll. Weil für ein Emilio ist das komplett normal. Es ist ja sogar freundlich und nett gemeint. Aber wir wollen das eben nicht. Und hier geht es ganz speziell um Timing. Da muss gleich alles passen. Ne? Und wir bringen dem Hund, also speziell Emilio, gleich ein alternatives Verhalten bei. Also alles ist besser als springen.
Das stimmt. Ja? Okay, Eva, dann geh doch noch mal weg und komm doch noch mal sozusagen zu uns und begrüße uns. Und ich bin jetzt bereit und postiere mich mal körpersprachlich geschickt, dass ich gleich zwischen Eva und Emilo bin. Mach mal. Bist du bereit? Ja. Hallo, Emilo. Und hey, hier ist jetzt der Moment. Jetzt gehe ich hier rein, das ist wichtig. Ne? Wir machen es jetzt noch mal. Mal gucken, was Sache ist. Hallo, also Freude, Emilo. Man sieht Freude. Aber was man auch sieht, er schaut mich an und bleibt liegen. Es fällt ihm sichtlich schwer, ja. Das kann man sehen. Und es ist natürlich eine gefakte Situation. Trotzdem lohnt sich das. Macht es zu Hause, inszeniert die Situation, bevor es dann wirklich ernst wird. Ja. Die klassische Situation, wo ein Hund dich anspringt, ist ja meistens bei der Begrüßung. Ja. Tschüss, Eva. Schmeißt du mich raus? Kannst du hier einmal vor die Tür gehen? Da kann man einen Hund auch so ein bisschen veräppeln. So, ich bin bereit. Hallo! Oh, guten ja, Tag. Du bist ja ein paar. Oh, das war gut. Man hat es richtig gesehen, wie er sich zurücknimmt. Also das war jetzt schon ein erfolgreiches Training. So ein braver Hund. Na, genau. Und da haben wir es nochmal. Kurz korrigieren. Nur Na oder Hey sagen bringt es halt nicht, sondern ihr müsst eure Körpersprache einsetzen, um dem Hund auch klarzumachen, wir möchten das nicht. Aber was ihr nie vergessen dürft, ist ein Alternativverhalten, wenn er ruhig da sitzen bleibt oder sich auf dem Boden freut, auch zu belohnen und ihm zu zeigen, wenn du das machst, finden wir das gut. Alles andere wäre unfair. Freuen ist okay. Aber wenn man es so trainiert, dann kommt man eben Schritt für Schritt zum Ziel. Der nächste Schüler steht schon in den Startlöchern, begierig etwas Neues zu lernen. So, hey, da ist der Moment der Korrektur. Eva geht noch mal einen Schritt zurück einfach. Kommt noch mal drauf zu. Hallo, mein Schatz. Super, sehr gut. Also Alternative wird sofort belohnt. Eva kann sich mit ihm freuen, natürlich. Da haben wir nichts dagegen. Aber wenn alle vier Beine oder beziehungsweise Pfoten auf dem Boden bleiben. Und er kann es ja, wenn er sich Mühe gibt. Steh jetzt mal auf, mal gucken, ob er es schafft. Ja, super, ganz sehr gut. Klasse. Es muss im richtigen Moment kommen und vor allen Dingen auch körpersprachlich klar und eindeutig. Dann versteht der Cooper das total schnell. Und nochmal, die Freude wollen wir eben nicht nehmen, aber wir wollen ihm trotzdem Manieren beibringen. Und da ist Hochspringen einfach blöd.